Er kam nicht einfach. Er trat auf. Und alle Augen waren dann auf ihn gerichtet, Karl Ludwig Fuchs. Nun ist er gestorben. Und wir verlieren einen Universalgelehrten und einen leidenschaftlichen Vermittler von Kunst und Kultur. Seine Zuhörer fesselte er mit Wissen, Witz, Esprit und Charme. Fast 3 Jahrzehnte lang war er bei Kunst und Krempel nicht nur der Experte für Schmuck und Silber. Er war eine Institution. Karl Ludwig Fuchs hat ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben. Ein Gentleman mit gewissem Hang zur Opulenz. Ich würde mir wünschen, dass riesige Brillanten kommen. Mit kleinen Diamanten begann seine Karriere vor fast 30 Jahren. Neben Heidrun Wiedler. Es sind kleine Rosendiamanten, die hier zusammengesetzt sind. Und zwar sollen es wohl Vergissmeinnicht sein. Ja. Es sind lauter winzige kleine Blütchen. Also wenn mich nichts täuscht, sollen es Vergissmeinnicht sein. Ja. Und auf der Rückseite sehen wir nun das Bild eines hübschen jungen Mannes, der höchstwahrscheinlich der Schenker dieses Medaillons war. Guten Tag. Seine Erzählkunst ließ Objekte lebendig werden. Bei dem Reisebesteck sehen Sie, dass es 2 Messer und 1 Gabel sind. Das bedeutet also, dass ein Ehepaar essen kann. Der Mann ein Messer, die Frau ein Messer. Die Gabel war, wie gesagt, so selten und so ungebräuchlich, dass man sie sich geteilt hat. Man hat damit nur das kostbare Konfekt gepickt und meistens hat es auch nur die Frau gegessen und die hat es dann zierlich in den Mund hinein praktiziert. Das galt schon als der Gipfel der Extravaganz. Und der Papst hat sogar einen Bannfluch gegen die Gabel geschleudert, weil es etwas ist, was des Teufels war. Kleine Enttäuschungen wurden von ihm elegant wegformuliert. Sie bringen uns da ein Gefäß. Ein Leuchter. Wo, ja. Wie sind Sie in den Besitz dieses Leuchters gekommen? Gekauft im Antiquitätenhandel. Wir würden es einschätzen zwischen 800 bis 1200 Mark. Und was haben Sie bezahlt? 4,5. Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Also das finde ich... Und das aber vor ein paar Jahren. Ein bisschen überzahlt. War überzahlt, ja. Ja. Aber das sollten Sie sich trotzdem nicht zu Herzen nehmen, wenn Sie das Stück benutzen und Sie sitzen abends da an die Kerze brennen. Das macht Ihnen so viel Freude. Ja. Das Geld ist eine Sache, die entwertet sich so schnell. Die Dinge bleiben. Die Dinge behalten ihren Wert, selbst wenn die Lebensumstände sich ändern. Das tröstete auch ihn. Denn als seine Familie 1957 aus der DDR in den Westen flüchtete, war das für den 12-Jährigen ein Schock. Das Elternhaus mit vielen Antiquitäten wurde abgelöst von der Banalität einer modernen Einzimmerwohnung. Doch dieser Verlust weckte in Karl Ludwig Fuchs erst recht das Interesse an den Zeugen der Vergangenheit. Als junger Kunsthistoriker promovierte er über die Wiederherstellung des Schwetzinger Schlosses. Und als stellvertretender Direktor des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg wurde er zum Universalexperten für alte Kunst und Kunsthandwerk. Da war es ihm ein leichtes, bei Kunst und Krempel auch historische Uhren unter die Lupe zu nehmen. Um einen praktischen Tipp war er sowieso nie verlegen. Grüß Gott. Guten Abend. Grüß Gott. Jeder von Ihnen bringt uns einen Teil. Ja. Und endlich mal ein wunderbar geputztes Silber. Vielen Dank. Wie kann man das sauber machen? Das können Sie ganz einfach machen. Sie nehmen ein Paket Backpulver, schütten es rein, füllen es mit heißem Wasser auf. Und nach 2 Stunden können Sie mit einem ganz weichen Bürstchen, also es gibt doch sowas mit Schaumgummi, so einen komischen Püschel, da können Sie drin rummachen und dann ist alles wieder sauber, ohne dass das Gold angegriffen ist. Pragmatiker war er, aber auch ein Träumer. Er träumte von einer eleganteren, beständigeren Welt als der moderne. In der Aristokratie fand er, wonach er sich sehnte. Plaudernd erklärte er die Regeln dieser gehobenen Gesellschaft, wozu ihm auch ein silbernes Teeservice diente.
Das wurde von dem Volk Mädchen schwer reingeschleppt, wenn die Gnädige ihren Kaffeeplausch hatte. Und dann wurde das Personal rausgeschickt. Man wollte nämlich nicht, wenn man tratschte über die ganze Umgebung, dass das Personal das mithörte. Und dann hat die Gnädige mit eigener Hand den Kaffee aufgebrüht und den Tee aufgebrüht. Und man war entre nous. Nicht ein Carnet de Bal, das heißt ein Notizbüchlein, wo man aufgeschrieben hat, mit wem man tanzt. Denn die Tänze des 18. und 19. Jahrhunderts waren kompliziert. Und die jungen Damen, damit sie nicht irgendwie rumsaßen, nachher haben vorzeitig gesehen, dass die Herren sich eingetragen haben für die Gavotte, für die Quadrille, für die Française. Und dann konnte man genau, kam dann die Française, wusste man genau, jetzt kommt der Major, der Fesche, und der tanzt dann mit mir. Und dann gibt es ja die Fächersprache. Ja. Man kann ihn zusammenlegen, man kann ihn aufs Herz legen. Man kann beim Einklappen, wenn man vier einklappt, dann heißt es vier Stunden später, mein Herr, nicht? Und es war, man hat mit raffiniert den alten Knacker, den man geheiratet hatte, der saß da irgendwo, und mit dem Herrn von der anderen Seite hat man signalisiert, was noch am Abend möglich ist. Au revoir, lieber Herr Fuchs. Ihre Beratungen sind unsterblich.